Ahoi, liebe Geisterfreunde, seid herzlich gegrüßt zu dieser Überraschungsfolge von Ghost Watchers. Ein Spiel, welches so ähnlich ist wie Phasmophobia, aber es unterscheidet sich dennoch deutlich. Wir starten jetzt mal rein. Neues Spiel, privates Spiel. Es gibt auch hier verschiedene Maps. Ihr seht schon, Polizeistation, Kirche, Berghütte, Osteuropahaus und so weiter und so fort. Wir sind aber hier im verlassenen Haus. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass es auf jeden Fall nicht verlassen ist. Wir starten mal rein. Ich habe dieses Spiel damals schon mit meiner Gruppe ausprobiert, es konnte uns aber nicht ganz so fesseln. Und ich dachte, guckst du heute noch mal rein, nimmst die Leute mit. Und falls euch das gefällt und mir letztendlich dann auch, können wir vielleicht auch hin und wieder mal eine spontane Folge hiervon bringen. Ja, die Hauptaufgabe hiervon ist aber, dass wir den Geist fangen sollen. Also anders als bei Phasmophobia. Hier müssen wir zunächst auch den richtigen Geistertypen ermitteln, aber auch das Alter und die Stimmung. Dazu haben wir hier verschiedene Parameter, Thermometer, EMF, Fußspuren, Notizblock und so weiter und so fort. Und wenn wir hier was auswählen, seht ihr schon, dass die Geister selektiert werden. Das ist jetzt der Notizblock. Da müssen wir auch gucken, was wir hier haben. Sind es nur Kritzeleien? Ist es ein Schädel oder was Menschliches? Und der Rundfunkempfänger beispielsweise bezieht sich auf die Stimmung. Ihr seht schon. Und auch die Voodoo-Puppe bezieht sich hier auf die Stimmung. Ja, wir können hier den richtigen Geist ermitteln, plus Alter, plus Stimmung und dann abfahren. Oder es geht dann weiter, dann haben wir das hier angezeigt, und können den Geist fangen. Ja, das ist unsere Ausrüstung hier. Das sind die Werkzeuge, glaube ich, um den Geist zu fangen. Und hier müssen wir nachher den richtigen Geist eintragen. Da geht schon der Fernseher an. Sehr schön. Ich bin hier absoluter Amateur, anders als bei Phasmophobia. Wir nehmen mal die Taschenlampe mit. Dann ein Thermometer und das EMF-Messgerät. Hier ist ein EMF Level 5. Nicht das höchste der Gefühle, was wir mit dem EMF erreichen können. Ihr seht es unten am Griff, sind noch drei... Ja, drei Lämpchen. Red 1, Red 2 und Red 3. Red 3 ist die höchste Stufe. Und wenn wir das kriegen, tragen wir das einfach hier ein. Und haben schon mal vorsortiert. Nicht hier, am besten hier. Und haben dann schon mal vorsortiert. EMF 5 oder Red 3. Ja, so sieht's aus. Leider ist es hier aber so, dass wir die Taschenlampe aktiv ausrüsten müssen, um etwas zu sehen. Also auch anders als bei Phasmophobia, wo wir auch noch was anderes ausrüsten können und die Taschenlampe trotzdem noch leuchtet. Naja, das ist ein kleiner Nachteil. Es wird immer wieder ein bisschen, ja, gewechselt. Hier steht noch ein Weihnachtsbaum von der Weihnachtsaktion Schneemännchen. Wir gehen einfach mal rein und gucken mal. Es gibt auch keinen Sicherungskasten. Wir dürfen einfach nicht zu viele Lichter anhaben. So, schauen wir mal nach. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback am Ende der Folge freuen, um zu gucken, wie ihr das Spiel findet. Ich werde dann auch noch meinen Senf irgendwo dazugeben. Vielleicht im Community-Tab. Bewege etwas. Ich höre doch hier was, ne? Ihr seht, man muss immer wieder die Taschenlampe dann ausrüsten. Ich gucke erstmal hier unten nach. Thermometer 19, 20 Grad, ziemlich warm. Wohnzimmer wird noch wärmer. Ja. Dann gehen wir hier mal hinten durch. Wir können auch noch nach oben und auch in den Keller, wenn ich mich recht entsinne. Gucken wir mal hier rein. EMF 2? Ja. EMF 2 bisher nur. Was sagen die Temperaturen hier? 19,6, 17 Grad. Was haben wir hier noch? Oh, hier brennt das Licht schon. Das haben wir nicht angemacht. Mare raus, würde ich jetzt bei Phasmo sagen. Hui. EMF 3. Ziemlich kühl hier. So
sah es zumindest kurz aus. Ich glaube, der Geist wandert ein bisschen. Wie komisch das hier geschnitten ist. Hätte auch mal ein bisschen freundlicher gucken können. EMF2. Oder EMF3 hatten wir eben, ne? Aber noch kein 5er Ausschlag. Nur 3. Hier liegt ein Bild. Ich gehe mal eben weiter. Wir müssen uns den Raum, glaube ich, mal merken. Fernseher angemacht. Jetzt wieder ausgemacht. Aber der war ja auch eben kurz an, ne? Ja. Gehen wir hier mal weiter. Lichtschalter. Nur dort. Ah, hier. Gib mir ein Zeichen. Liegt diese Flasche standardmäßig hier oder wurde hier was rumgeworfen? Das ist die große Frage. Ich mache hier mal das Licht aus. Oder hier. Wollen ja nicht zu viele Lichter anhaben. Ich habe sogar frisch für euch gekocht. Guckt euch das mal an. Irgendwas passiert. Kein EMF-Ausschlag. Jetzt aber EMF3. EMF3. Ah, sollen wir hier runtergehen? Ist bestimmt eine gute Idee. 15, 14 Grad, ja. Aber ich würde mal behaupten, dass das für so einen Keller normal ist. Ah, ich denke, das ist normal hier. Wir gehen nochmal nach oben, machen hier das Licht aus. Grad, minus 2, minus 14, minus 15 Grad. EMF3 und minus 15 Grad. Ja. Okay, ich glaube, die zwei Sachen können wir uns schon mal eintragen. Schnell mal raus hier. So. Also, minus 15 Grad. Minus 10 bis minus 20 Grad kommt da gut hin. Genau. Ihr seht, wir können die genauen Daten nicht eintragen. Wir müssen uns hier in einem Rahmen bewegen. Und ich würde sagen, dass wir damit gut hinkommen. Minus 10 bis minus 20 Grad. EMF nur auf 3. Der Gehängte oder das Kind. Fußspuren. Keine Spuren wäre dann der Gehängte. Klingt irgendwie logisch. Blutflecken sind nicht da. Oder normale Fußabdrücke. Müssten wir dann noch überprüfen. Also nehme ich als nächstes die UV mit. Und auch mal den Block. Können wir das auch so schon feststellen? Eventuell, ne? Kritzeleien wäre dann auf jeden Fall das Kind. Wir nehmen mal den Block mit und schon mal den Partikelzähler. Ja, Blockpartikelzähler. Blöckchen wäre hier. Partikelzähler dort. Schauen wir mal. Oh. Was zum Teufel war denn das? Haben wir gleich eine Schelle bekommen. Puh. Wir gehen hier mal wieder rein. Werfen hier mal den Block hin und schauen, was wir feststellen können. EMF schlägt gerade nicht aus. Oh. Menschlich, würde ich sagen. Eine menschliche Gestalt.
Notizblock. Menschlich. Es ist der Gehängte. Tatsächlich. Okay, Partikelzähler. Muss ein bisschen warten. Na komm, mach schon. 40, 45, 50. Der nächste Hinweis kommt. Noch 20%, 15, 10. 500 bis 1000. Partikelzähler. 500 bis 1000. Senior oder alt? Das Ouija-Board brauchen wir jetzt. Okay. Bin gleich wieder da. So, Ouija-Board und Rundfunkempfänger. Ja, okay. Das sind die nächsten zwei Sachen, die wir reinbringen werden. Ouija-Board, Rundfunkempfänger. Und wieder rein. So. Das mal hier hinlegen. Hören wir ein Weinen oder ein Knurren? Und was macht der Geist mit dem Ouija-Board? Ouija-Board. Von links nach rechts also. Keine Interaktion, nein. Von links nach rechts. Eine Ecke in die andere, genau. Chaotisch auch nicht. Eher das. Senior. Was macht er mit dem Rundfunkempfänger, mit der Box? Und mit der Voodoo-Puppe. Jetzt hole ich noch eben die Voodoo-Puppe. Dann hätten wir eigentlich alles drin, um uns festlegen zu können, welchen Geist wir haben, welche Stimmung und welches Alter hier vorliegt. So, Voodoo-Püppchen noch. Klein, aber fein. Ich nehme die hier mal mit. Ich glaube, die ist besser. Voodoo-Püppchen. Au, au, au. So, mal gucken, was er damit macht. Mache ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Noch ist er ruhig. Mit der Voodoo-Puppe macht er auch noch nichts. Er ist aber auch gerade noch nicht hier. Oh, ein Knurren. Das ist ein Knurren. Nicht ruhig und auch nicht beunruhigt, eher aggressiv und gequält. Was macht er mit der Voodoo-Puppe? Bewege die Voodoo-Puppe. Oh, die hat er rumgeworfen. Ich glaube, die... Ja, hier. Hier ist sie gelandet. Okay. Tragen wir das ein. Er wirft sie einfach rum. Erbarmungslos wirft er die Voodoo-Puppe hier rum. So. Alles klärchen. Gehen wir hier rein. Voodoo-Puppe. Keine Interaktion. Nein. Wirft die Voodoo-Puppe, ja. Er hat sie nicht nur angehoben, sondern auch gleich geworfen. Senior gequält. Der Gehängte. Senior und gequält. Wir können das jetzt hier hochladen. So. Bestätigt. Das war richtig. Und jetzt sehen wir hier beim nächsten Reiter, was uns schützt, was uns schützt und den Geist verärgert und was nicht schützt. Diese Sachen haben wir hier. Wir können übrigens hier auch Gegenstände einkaufen und haben die gleiche liegen, was wir eingekauft haben. Okay. Gut. Das wäre dann hier die Reihenfolge.
Das haben wir schon gemacht. Wir müssten jetzt heiliges Salz auf den Geist werfen, dann eine silberne Bombe, dann drei Kerzen im Haus anzünden, das vernichtende Licht benutzen und dann können wir den Geist fangen. Ja, diese Reihenfolge müssten wir einhalten. Und wir können aber auch jetzt schon fahren. Und ich würde sagen, für einen ersten Geschmack reicht das auch. Nebenaufgaben haben wir nicht abgeschlossen, ne? Genau. Macht aber nichts. Für einen kleinen Eindruck reicht das erstmal. Ich würde dann so nach Hause fahren. Ja, wir fahren ja schon. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback, wie gesagt, freuen. Wir fahren jetzt mal und gucken, was wir verdient haben. So. Okay, okay. Alles klar, es ist also tatsächlich so, dass man den Geist fangen muss, um hier Geld zu verdienen. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon so war. Ich glaube, damals hat man wenigstens ein bisschen bekommen. Naja, okay, ihr Lieben. Dann sind wir hier wieder zurück im Hauptmenü. Ja, das war's auch schon. Ein kleines Völkchen von Ghost Watchers. Ich würde mich, wie gesagt, sehr über euer Feedback freuen. Kommentiert sehr gerne, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Was ich zu dem Spiel sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es vielleicht mal eine vernünftige Abwechslung zu Phasmo ist. Hier und da mal ein Völkchen hiervon, hätte ich nichts gegen. Ja, ich würde sagen, wir verbleiben so mal. Ich warte auf euer Feedback und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.